Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich bin erschüttert, als wir uns vor genau einer Woche hier im Plenum in erster Lesung mit dem zwei Tage zuvor eingebrachten Gesetzentwurf befassten, wollte ich es noch nicht glauben, dass Sie das hier tatsächlich so durchziehen. Aber beim Griff in den Steuersäckel muss der Anstand wohl wie so oft bei Ihnen hinten anstehen. Worum es hier eigentlich geht, habe ich schon vor einer Woche gesagt. Aber ich wiederhole es noch einmal gerne für jeden, der diese Schmierenkomödie hier trotz Fußball-WM auf dem Bildschirm sieht, vor allem für den hart für sich und für seine Familie arbeitenden und Steuern zahlenden Mittelschichtler auf dem Weg in die Altersarmut, nämlich den Facharbeiter, den Büroangestellten oder den Kleinselbstständigen. Es geht hier nicht um angebliche Zusatzkosten der Digitalisierung bei der politischen Kommunikation. Dieses lächerliche Argument ist vorgeschoben, denn Digitalisierung führt in aller Regel zu Kostenersparnissen. Es geht hier schlicht darum, dass die SPD eine Wahl nach der anderen und ein Mitglied nach dem anderen verliert und nicht dazu bereit ist, ihre überdimensionierten Parteistrukturen anzupassen. Meine Damen und Herren Sozialdemokraten da drüben, nehmen Sie es zur Kenntnis, Sie sind keine Volkspartei mehr. Sie haben Ihr Volk und Ihre Wähler verraten und erhalten jetzt die Quittung. Damit auch Sie es verstehen, benutze ich die Sprache Ihrer Vorsitzenden. Betschi, sage ich dazu nur. Aus meinen bisherigen Erfahrungen mit Vertretern der SPD weiß ich, dass die Bürger wohl kaum darauf hoffen können, dass der ein oder andere von ihnen noch spontan zur Vernunft kommt. Manche Grüne oder Linke tun das, was sie tun, wenigstens noch aus Überzeugung, wenn auch aus einer völlig falschen heraus. Aber Sie dort von der SPD sind einfach nur noch eine Partei von amoralischen und schamlosen Selbstbedienern. Kein Wunder, dass heute von Herr Ihnen auch einmal so viele Abgeordnete anwesend sind. Herr Kollege Seitz, ich habe vorher schon mal gesagt, eine gewisse Mäßigung bewahrt Sie vor Ordnungsrufen. Sie sind jetzt gerade nahe dran. Ich sag's. Darf ich fortfahren, Herr Präsident? Sie kämpfen schon lange nicht mehr für den arbeitenden Bürger, sondern nur noch für Ihre Posten, Ihre Macht und Ihre Netzwerke zu Konzernen und zur Sozialindustrie. Sie kämpfen für Ihre ganz persönliche Bereicherung. Und Herr Schneider und Frau Hasselmann, Ihre grotesken Vorwürfe zur Finanzierung der AfD sind so falsch, ganz egal, wie oft Sie dies auch wiederholen. Und Sie, meine Damen und Herren von der Union, wollen Sie das Spiel wirklich mitspielen? Ist das für Sie ein verantwortlicher Umgang mit dem Geld unserer Bürger? Vor kurzem wollten Sie doch noch eine schwarze Null für den Bundeshaushalt. Jetzt reicht Ihnen eine schwarze Null für die SPD-Kasse. Hauptsache, die Koalition bröckelt nicht noch mehr und noch schneller, damit Ihre alternativlose Kanzlerdarstellerin weiterhin ungestört an der Zerstörung unseres Landes arbeiten kann. Nein, es geht nicht nur um 25 Millionen, es ist das Prinzip, das dahinter steckt. Das Prinzip der Selbstbedienungsmentalität und der Missachtung der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass die Parteien sich dem Wettbewerb stellen und dass Wahlverluste sich auch bei der Parteifinanzierung niederschlagen müssen. Wenn ein Abgeordneter, der nicht im Innenausschuss sitzt, sich eine eigene Meinung bilden will, hat er heute Pech gehabt. Nur drei Ausarbeitungen von sieben Sachverständigen und noch kein Protokoll der Anhörung. Allein dies verletzt die Rechte der meisten Abgeordneten und zeigt, wie wenig ernst sie es mit der Vereinbarung ihres Gesetzes mit dem Grundgesetz meinen. Und bei all dem führen sie den Bürger ein weiteres Mal in die Irre. Denn die absolute Obergrenze, die sie anheben wollen, ist doch gar nicht mehr das Entscheidende, seitdem es neben der offenen Parteienfinanzierung auch noch die versteckte Parteienfinanzierung gibt. Ich meine die versteckte Parteienfinanzierung in Form von fast 600 Millionen Euro jährlich, die Sie an Ihre sogenannten parteinahen Stiftungen ausschütten, wobei jeder weiß, auch die Richter des Bundesverfassungsgerichts, dass dies nur eine Parteienfinanzierung durch die Hintertür ist. Was wir hier und heute erleben, ist die moralische Bankrotterklärung der Bundestagsfraktion der ehemaligen Volkspartei SPD. Die gerade noch Volkspartei CDU will offenbar diesen Weg in den Abgrund unbedingt mitgehen. Vielleicht sind mittlerweile die schwarzen Kassen der CDU einfach leer und neue Koffer mit Bargeld bleiben aus. Und was mit der CSU als dritter Regierungspartei ist,
Nun, die Mitläufer haben sich noch nicht entschieden, ob sie sich von der längst nicht mehr christlichen Schwesterpartei mit in den Abgrund ziehen lassen wollen oder lieber freiwillig dort hineinspringen. Aber egal, mit mehr Kohle vom Steuerzahler lebt es sich auch bei der CSU besser. Meine Damen und Herren, bei vielen von Ihnen schäme ich mich, mit Ihnen im gleichen Parlament sitzen zu müssen. Nächster Redner ist der Kollege Mahmut Özdemir, SPD-Fraktion.